Hallo Siri, warum kannst du nicht mit mir sprechen wie ein echter Mensch? Das kann ich nicht beantworten. Computerprogramme und Roboter schlagen uns im Schach, können aber keine zwei vernünftigen Sätze mit uns wechseln. Ein internationales Forscherteam möchte das ändern. Manche behaupten, damit Roboter Sprache, also natürliche Sprache, lernen können, müssen sie zunächst Körpererfahrungen sammeln. Damit gehen die Forscher einen radikal neuen Weg in der künstlichen Intelligenzforschung. Dieser Ansatz wird Embodied Cognition genannt, also verkörperlichtes Denken. Ich besuche einen der Mitbegründer dieser Idee, Rolf Pfeiffer in Zürich. Warum ist es so schwer, Robotern Sprache beizubringen? Ich glaube, eine Schwierigkeit ist die folgende. Wenn man sich überlegt, wie Spracherwerb beim Menschen funktioniert, also wie die Babys dann mit der Zeit lernen, mit Sprache umzugehen, dann basiert das alles auf sensormotorischen Interaktionen, ursprünglich auf sensormotorischen Interaktionen mit der Umwelt, also in starker Abhängigkeit von die Konzepte, die wir bilden, die wir dann sprachlich benennen, zumindest am Anfang, die sind stark abhängig von unserer Sensorik, nicht wie etwas schmeckt, wie etwas riecht, wie sich das anfühlt, wie das aussieht. Das heißt, das ist direkt gekoppelt an unser Embodiment. Und wenn ich jetzt einen Roboter nehme, dann müsste der, wenn ich dem jetzt wirklich menschliche Sprache beibringen möchte, müsste er auch eine Art wie ein Baby mit der Umwelt interagieren und dabei entsprechend über verschiedene Sensormodalitäten lernen, was es da für Konzepte gibt und auch, was ich mit einem Gegenstand machen kann. Noch fehlt den heutigen Robotern die feine Sensorik, die den Menschen auszeichnet. Ich möchte von Klaus Mainzer, Technikphilosoph an der TU München, wissen, wie weit ist das Embodiment in der Robotik und brauchen wir dieses Konzept wirklich, um mit Robotern und anderen Systemen sprechen zu können? Wir sind noch längst nicht bei Embodied Mind. Und wir sind auch noch immer noch nicht bei den Robotern, die jetzt die natürliche Sprache sprechen und interagieren. Deshalb lege ich auch so viel Wert darauf, dass zwar die menschliche Sprache embodied entsteht, auch heute noch weitgehend, aber die Technik keineswegs diesen Weg gehen muss. Man muss sich genau klar darüber sein, welchen Zweck will ich eigentlich realisieren. Und wenn ich nur den Zweck habe, einer automatischen Sprachübersetzung, dann lässt sich das sehr wohl auf der semantischen Ebene realisieren, von der ich eben gesprochen habe, die also zum Beispiel IBM mit Watson, das ist jetzt der erste Schritt in dieser Richtung, eingeschlagen hat. Wenn ich jetzt aber zu Embodiment kommen will, wenn ich also tatsächlich einen Roboter bauen will, der auch auf Empfindungen reagiert und diese Empfindungen auch artikulieren kann, dann werde ich den Weg gehen müssen, den der Mensch in seiner Evolution und in seiner individuellen Entwicklung geht. Das ist richtig. Aber das muss man sich genau überlegen. Ich betone nochmal, es reicht für viele, viele Zwecke aus, die Semantik auch technisch zu realisieren, indem man sie in die einzelnen Funktionen einbaut und dann integriert. In der Zukunft werden wir immer mehr mit Systemen und auch Robotern sprechen. Auch wenn das noch nicht embodied ist, wie sich das die Roboterforscher erträumen. Aber auch das wird kommen.